Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deltarune, Part Nummer 7. Ja. Du kannst uns übrigens folgen, weißt du? Oh, okay. Naja, das hatten wir auch schon letztes Mal. Wir haben nämlich Susie mit dabei. Und Lancer gehört jetzt eigentlich auch zu uns, aber er ist ein bisschen zu blöd, um uns zu folgen. Und hier steht er sogar. Ah, okay. Wow, das ist cool. Ich war noch nie in so einem großen Team. Das sind nicht eine Legion von verschiedenen Leuten? Ja, aber mein Vater hat sie gezwungen, mir zuzuhören. Also mögen sie mich eigentlich nicht wirklich. Naja, wie auch immer, du brauchst diese Clowns nicht mehr. Chill einfach mit uns. Ei, ei. Warum auch immer er da im Hintergrund chillt. Man, ich bin immer noch hungrig. Es ist so, als wenn nichts irgendwas bedeutet, was ich hier esse. Ich hätte wohl mehr Geld stehlen sollen für den Kuchenverkauf. Ich war daran, hab daran gedacht, später vielleicht einen Kuchen zu backen. Hm. Warum das denn? Du musst aufhören, mich zu verarschen. Nur einmal. Nein, ich verzichte. Okay. Guck mal, Susi, ein Süßigkeitenbaum. Hell yeah. Verdammt, das letzte Stück ist zu hoch, um es zu erreichen. Mach dir keine Sorgen, Susi. Ich habe eine spezielle Transformation für Zeiten wie diese. Wirklich? Guck zu und lerne, Team. Guck. Die Stuhlform. Alles, was du gemacht hast, ist deine Hände auf den Boden zu packen. Hey, du solltest nicht so eifersüchtig handeln sein. Wie auch immer. Haha, hab's. Oh, sag mir doch bitte, wonach es schmeckt. Oder hattest du noch nie eine davon? Oh, ich meinte, ich hab mich schon immer gewundert, wie es wäre. Aber es ist mir nicht erlaubt, sie für mich selbst zu pflücken. Nun, sag mir doch einfach, wonach sie schmecken. Du gibst sie zu mir? Ich dachte, du bist sehr hungrig. Ich, hab meine Meinung geändert. Hoho, Süßigkeit, hat das... ist dem Team beigetreten. Okay, schon gut. Da wollte er wieder die Fanfare spielen. Also, wonach schmeckt's? Nom, nom, nom. Es schmeckt nach Freundschaft. Und wie ist dieser Geschmack? Haha, als würden meine Zähne sich, zurückziehen.
Haha, das ist eigentlich schlecht. Ja. Aber danke dir fürs Teilen. Du bist ein guter Freund. Nun, du auch, schätze ich. Susi wird auf einmal nett. Einfach nur mit euch Leuten durch die Gegend zu watscheln, fühlt sich echt nett an. Als würde ich irgendwas Wichtiges machen. Das ist, weil du auf der Seite der Erleuchteten bist, Lancer. Unsere Bestimmung, die Bestimmung der Finsteren, ist. Moment. Unsere Bestimmung. Ach so, weil hier Walsey ja auch einer von den Dunklen ist. Also unsere Bestimmung, wir als Finsteren müssen den Erleuchteten halt helfen. Es ist der einzige Weg, wie wir wirklich erfüllt sein können. Wirklich? Aber mein Dad hasst Erleuchtete. Er möchte. Erscheint dir dein Vater glücklich? Ich bin mir nicht sicher. Hey, lass uns doch dieses, wie habe ich eben nochmal Purpose übersetzt? Lass uns doch dieses Gespräch weglassen, okay? Du bist wahrscheinlich einfach nur glücklich darüber, dass du eine komische Beere gegessen hast. Ja. Ich bin immer noch geboostet. Also aufgeweckt vom Saft. Naja, look. Naja, guck mal. Ich bin nicht von hier. Und hänge trotzdem hier ab. So wie ich hier abhänge. Also ich fühle mich auch irgendwie, du weißt schon, glücklich? Na. Schwachsinn. Vielleicht. Ah, da ist der zweite. Guckt alle mal. Wir können das Schloss schon sehen. Ja, das ist da, wo ich wohne. Ich und mein Vater. Was ist dieses schwarze Ding, was da aus dem Dach rausströmt? Das ist die Quelle, Susi. Wenn wir da hinkommen könnten. Müssen nur du und Chris. Nein, dann kannst du und Chris endlich nach Hause. Das hat auch lange genug gedauert. Chris, Lancer, lasst uns gehen. Was ist los, Lancer? Seid ihr sicher, da ist kein anderer Weg nach Hause? Quelle wird nämlich bewacht. Wenn ihr versucht, da hinzugehen, dann werdet ihr vielleicht euch verletzen. Und. Was? Ach, come on, Lancer. Komm schon. Niemand wird ein
ein Team schlagen wie das unsere. Wenn sich irgendwer uns in den Weg stellen wird, dann werden wir sie zerstören. Aber was ist, wenn ihr gegen jeder blutet, oder? Macht dir keine Sorgen darüber. Wer auch immer es ist. Sie werden kalt am Boden liegen, bevor du blinzeln kannst. Aber Susi. Was? Ich glaube, ich muss gehen. Wann bist denn du zurück? Niemals. Hey! Warte mal eine Sekunde, Lancer. Warum verhältst du dich so seltsam? Susi, warte! Dramatic Music! Die Erleuchteten nähern sich dem Schloss. Holt sie euch! Uiui! Uiui, au, au! Uiui! Ui! Wow. Alter. Ah. Oh. 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 Ah. Lancer. Hey, was machst du denn? Wir haben sie umzingelt. Wartet. Aua. Hehehe. Ihr Arm erleuchtet. Uns wurde befohlen, dass wir euch für alle Ewigkeit einschließen. Zu schade. Ich hätte gerne gesehen, wie ihr Kerle bestraft werdet. Hahaha. Au. Nun, das ist ein gutes, wie hast du es gemacht? Ist es nicht, Chris? Ich weiß nicht, wie ich das sonst übersetzen sollte. Eingesperrt für die Ewigkeit. Das klingt fast so, als würde es eine Weile dauern. Und Susi? Wo ist Susi? Wir müssen sie finden, Chris. Bevor sie sich verletzt. Oder verletzt wird. Oder irgendwem anderes verletzt. Vielleicht ist hier irgendwas, womit wir entkommen könnten. Wie wäre es mit diesem dicken Riss? Da ist ein Riss in der Wand. Was könnte da drin sein? Es ist noch mehr Wand. Diese Fesseln scheinen seltsam modebewusst zu sein. Nimmst du sie? Oh, klar. Eisenfesseln sind bei dir im Inventar. Na denn? Moment, wie ging das noch? Ach, ich bin noch alleine jetzt. Na gut. Dann ziehen wir die an. Na, ich heile mich noch nicht, oder? Ich warte noch. Es ist eine Metalltür. Du rüttelst an den Stäben. Es bringt nichts. Leben kann nicht ohne Konsum existieren.
Sogar das Moos trinkt Wasser. Perpetuate. The cycle of existence. Ja, der Zirkel der Existenz. Oder der Kreislauf des Lebens. Aber perpetuate. Bitte was? Werde ich jetzt gefragt, ob ich das Moos am Leben hindern will? Ich habe das Moos gegessen. Es schmeckt moosig. Deine HP ist gemoost. Kann ich nicht anders übersetzen. Das Moos wurde schon gegessen. Der Kreislauf geht weiter. Okay. Also Chris, was hast du gefunden? Was ist all dieser grüne, dieses grüne Zeug um deinen Mund herum? 2 Minuten im Gefängnis und schon hast du angefangen, Moos zu fressen. Du hast sogar Gefängnisfesseln angezogen. Also du siehst aus wie ein Gefangener fürs Leben. Haha. Also, du konntest nichts finden. Nun, Chris. Lass uns nicht die Hoffnung aufgeben. Aber, wenn wir es aus keinem Grund machen, dann wollte ich nur sagen, dass, ich bin froh, dass ich dich treffen konnte. Hey, Idioten! Könnt ihr mal ruhig sein? Ich versuche mich zu konzentrieren. Susi? Wo bist du? Ich weiß auch nicht. Gefängnis? Aber wirklich, ich bin aus meiner Zelle raus. Ich habe es irgendwie geschafft, der Wache den Schlüssel abzuluxen, indem ich ihn nett überzeugt habe. Susi? Wirklich? Wie? Ich, habe ihn eingeladen, mich zu besuchen. Ich habe ihn eingeladen, die Mülltonne zu besuchen. Naja, wie auch immer. Nun ist ja ein Puzzle im Weg. Okay. Dann mach mal, Susi. Ich, mach eigentlich keine Puzzles. Hey, wie wäre es, wenn wir uns einfach hinsetzen und auf Lancer warten? Er lebt schließlich in diesem Schloss. Er sollte hierher kommen und uns retten. Wie wäre es, wenn Chris und ich dir einfach helfen, das Puzzle zu lösen? Schau, ich brauche keine, brauche eure Hilfe nicht. Aber, wenn ihr sagen würdet, was ich zu tun habe, laut. Ihr wisst schon, ich würde euch nicht stoppen. Chris, sag Susi, was zu tun ist. Ich weiß es doch selbst nicht. Ich versuch's einfach mal andersrum. Ja, wir haben's gelöst. Was zum Teufel? Wir waren so nah dran.
Lass uns doch einfach so durch. Sieht so aus, als wäre es resettet. Ja. Moment. Also so ist ein... Okay. Ich versuche jetzt einfach dasselbe hinzukriegen, was da oben ist, ja? Ansonsten haben wir ja keine Hinweise. Dann muss ich jetzt aber nochmal swappen, oder nicht? Moment. Am Ende kommt ein... Ich swap jetzt nochmal, mach ein Diamond hin, mach nochmal... Ne, ist falsch. Mano! Also, erstmal das. Und wir müssen insgesamt zweimal wechseln. Oder nicht? Ja, schon wieder falsch. Chris, bist du dir sicher, was du hier... bist du dir sicher, dass du weißt, was du hier tust? Na klar. Da, jetzt haben wir es. Endlich. Ja, wir haben's. Toll, jetzt kannst du herkommen und uns freilassen. Okay. Danke, dass du ihr geholfen hast, Chris. Sie ist dir dafür dankbar. Denke ich. Machst du dir Sorgen über Susi? Sie wird das schon hinkriegen. Mal beiseite, wie du darüber fühlst. Es kann wahrscheinlich, ich denke, es kann nicht schaden, uns einen Moment zu nehmen. Schließe deine Augen und denke darüber nach, was sie gerade tut. Dürfen wir jetzt sie spielen? Ja. Okay, raus aus der Zelle. Wohin jetzt? Oha, oha, oha. Ich würde gerne wissen, was da links ist. Alleine schon wegen dem Auge. Hä? Chris? Hast du irgendwas da hinten gesagt? Ich kann sie nicht mehr hören. Ich werde einfach diesen Weg gehen. Nun, das ist ein totes Ende. Das ist Lancers Stimme. Verdammt, noch eins von diesen Rätseln. Vielleicht sollte ich zurück und Chris fragen. Und vergewissert euch, dass sie... Ja, Lenzer. Ich werde es einfach selbst erledigen. Oha. Oha. Verstanden? Wir müssen in ihren Zellen bleiben. Die Erleuchteten... dürfen nicht entkommen. Insbesondere die Lilane. Lancer. Susi. Was machst du denn hier? Lancer, Chris und Walsey sind immer noch eingesperrt. Ich weiß. Ich.
Ich war es, der meinen Truppen gesagt hat, dass sie euch hier einschließen sollen. Und euch hier unten behalten sollen. Für immer. Lanza, du. Du wolltest uns loswerden? Ich dachte, wir sind ein Team. Ich kann das erklären, Susi. Ah, ist schon okay. Ist wirklich okay. Du brauchst gar nichts zu sagen. Ich hab's schon verstanden. Ich hab's verstanden, weißt du? Warum sollte irgendwer wirklich ein Freund von mir sein wollen? Susi, das ist nicht... Halt's Maul! Aber... Halt's Maul! Geh mir aus dem Weg. Hast du mich verstanden? Geh mir aus dem Weg. Nein. Hast du mich nicht gehört? Mann, ich hab versucht, dich zu warnen. Also denke nicht, dass ich mich dafür schuldig fühlen würde. Wenn sie dich vom Boden kratzen müssen. Hey, willst du sehen, was mit Verrätern passiert? Och Mann. Sie werden vernichtend geschlagen. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, werde ich dich umbringen. Hast du es verstanden? Ich werde dich töten. Die Angriffe von ihm weichen mir sogar aus. Du hast verfehlt, du Idiot. Susi, hör auf! Warte, warum kämpfst du nicht, warum kämpfst du nicht zurück? Hey, denkst du, mich kümmert sowas? Wenn du einfach nur dich hinlegen willst zum Sterben, du machst es nur einfacher für mich. Oh boy. Okay, das ist genug. Wenn du so sehr sterben möchtest, dann stirb! Verfehlt. Susi? Du hast verfehlt. Ich möchte dich nicht töten, Mann. Bitte geh einfach. Aber Susi, wenn ich euch gehen lasse, dann werdet ihr und mein Vater kämpfen und ihr werdet euch gegenseitig töten. Aber wenn ihr hier bleibt, dann wird niemand von euch verletzt. Dann
Ich werde ihn nicht töten. Versprochen. Ich und er, wir werden einfach, wir werden es einfach ausdiskutieren. Auf freundlichem Style. Du weißt schon. Ich denke nicht, dass meinem Vater das gefallen wird. Hey, Lancer, komm schon. Wir sind ein Team. Stimmt's? Nichts kann uns stoppen. Kämpfen oder nicht? Oder? Yeah, yeah. Du hast recht. Wir sollten es zumindest nicht versuchen. Ich kann auch helfen, weißt du? Ich gehe schon mal zu meinem Vater und bereite ihn darauf vor. Oder stell ihm eine Falle für das Ganze? Keine Ahnung. Naja, jetzt, hey. Jetzt, kriegen wir das doch irgendwie hin. Ich werde jetzt schon mal rübergehen. Susi? Ja? Sind wir immer noch Freunde? Natürlich. Ich meine, wenn du das immer noch willst. Puh. Wir sehen uns später. Wie werde ich nur an seinem Vater auf diese Weise vorbeikommen? Komm schon, ich werde irgendwas werde mir irgendwas ausdenken. Das ist also warum. Okay, Chris? Hey. Susie! Du kommst uns zu uns zu retten. Ich wusste, du hast das Herz eines Helden, Susie. Ja, ja. Du solltest dein Glück nicht zu sehr beanspruchen. Chris und Walsy joined, sind der Party beigetreten. Warte, was? So, ich will wissen, was das für Augen sind. Ja, sogar ich wurde eingesperrt. Und ich bin nur ein paar Augen. Was wurde bloß aus dieser Welt? Okay. Was geht hier oben? Danke, dass du mich eingeladen hast. Dieser Mülleimer ist wirklich toll. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten vorher. Susis erstes Solo-Puzzle. Was für eine schöne Erinnerung. Hör auf, mich so dämlich daran zu erinnern. Oder was auch immer Fondly heißt. Oh, Susie. Hast du dieses Puzzle ganz alleine geschafft? Du musstest uns wirklich retten wollen, wa? Hä? Niemals. Ich hab's nur aus Versehen gelöst. Aus Versehen? Ich dachte eigentlich, dass es eine Slot-Machine wäre. Aber
Aber stellte sich heraus, der Preis waren Nerds. Okay, dann geht's wohl hier hoch. Und was ist hier? Da geht's. Ich glaube, ich save mal. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und dann wär's das für diesen Part, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich würde mich genauso freuen über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen.